Was geht ab, meine lieben Freunde? Hier ist wieder euer Master 3D und wir spielen natürlich diesen Herobrine Mod. Den haben wir auch längere Zeit nicht mehr gespielt, oder ich zumindest. Ihr habt ihn wahrscheinlich erst vor kurzem geguckt. Und ich würde gerne mal wieder ein bisschen optische Arbeit hier leisten. Aber zuerst, also wir aktivieren gleich mal das Totem wieder von diesem Herobrine, ne? Das gehört ja auch dazu. Moment mal, ich habe jetzt gar nicht Dings Vollbild eingestellt. Scheiße. Da habe ich mir Scheiße erlaubt. Scheiße, 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 Scheiße. Na, ist nicht so schlimm. Eine Folge stehen wir so durch. So, das brauchen wir gar nicht mal anzugucken. Geh weg. So. So, und jetzt hier nochmal dieses Weizenkram mal hinlegen. Ich weiß es gar nicht. Jetzt habe ich nur so ein halbes Bild, ne? Wartet mal kurz, Freunde. Ich kümmere mich mal kurz drum. Bis gleich. So, Freunde, jetzt haben wir Vollbild und jetzt ist alles paletti. Denn anders, da können wir es ja echt nicht lassen. Das sieht ja schäbig aus, ne? So, jetzt sehe ich auch alles viel besser. Und hier sind natürlich noch unsere Steine drin, die ich gerne aufheben würde. So. Momentan sieht es ja hier sehr mickrig aus. Das liegt aber auch daran, dass wir hier auch mal hier noch Dingsbums machen müssten, ne? Die Frage ist nur, was soll ich da hin machen? Vielleicht Erde, Gras, irgendwas. Ich weiß es nicht. Ist ja auch nicht wichtig. Hier unten ist ja eigentlich eher nur so. Ja. Das können wir eigentlich auch mal gerade wegmachen hier. Das sieht ja auch scheiße aus. Jawohl. So. Das stelle ich mir dann eher so vor, dass das wie so eine Art so Säulen aussehen, ne? Die so halt dieses Gewicht hier von der Decke tragen. Gefällt mir besser, als wenn es hier nur so schmal aussieht. Ich brauche Platz, verdammt, Platz brauchen wir. Wir gehen jetzt gleich durch unseren Porno-Eingang raus. Und tun dann das Totem aktivieren. Ja, damit, den Stein brauche ich nämlich auch. So, und zack. Was wir hier machen, ob wir da eine Treppe nach unten führen oder nicht, das weiß ich auch noch nicht, ehrlich gesagt. Vielleicht, ja, vielleicht. Wie springt denn der so rum? So. Unser Porno-Deckchen hier. Ist das Totem aktiviert? Ich glaube ja nicht, ne? Ach, das Fenster ist auch bescheiden gemacht. Also. Warte mal. Ach, es fehlt komplett, oder was? Warte mal jetzt. Der scheiß Mod ist doch installiert. Wo ist das Problem? Ja, Moment. Moment, Moment, Moment. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, ne? Ich muss den Scheiß hier noch zusammensuchen. Was? Alter! Wo kam die Drecksau jetzt angeschlichen? Das ist ja eine richtige Perversion, auch von da oben irgendwie. Nicht schön. Gar nicht schön. Feuerwerksstellen. Okay. Hä? Ich hab doch diesen scheiß Mod installiert. Warum funktioniert der nicht? Oh, weißt du, Patch with Minecraft Patcher. Wie oft habe ich das jetzt schon gemacht? Geht mir auf den Piss, diese ganze Scheiße hier. Jedes Mal diese neue Scheiße hier immer wieder. Sind hier noch meine Treppen weg? Wunderschön. So, geh mal hier raus, bitte. Gut, dann machen wir jetzt einfach nur eine Folge, wo wir bauen, wisst ihr? Hupala. Hab ich eine Axt dabei? Nee. Dann muss es die blanke Faust auch tun. Ist ja nicht so schlimm. Ich mach das jetzt einfach erstmal so und dann. Ja, das Texture Pack sieht eh scheiße aus. Also das muss ich auch dann auch nochmal verändern und alles. Eieieiei. Dabei habe ich auch so wenig Zeit hier, Mensch. Und trotzdem wird hier so viel gefordert. Fordern, fordern, fordern. Mehr höre ich hier nicht. Ups, komm mal runter. So. Hier will ich natürlich erstmal ein bisschen weiterbauen. Das soll ja geil aussehen, ne? Nicht so schäbige Bude hier. Das wird so eine richtig, richtig geile Pornobude einfach nur. Da bin ich mir fast schon sicher. Aber leider nur fast. Oh, hier ist ein Höhleneingang. Was? Sicher ist jetzt was anderes, aber ist ja nicht schlimm, ne? Rechts könnte jemand reinkommen. Hinter uns hier könnte jemand reinkommen. Über uns könnte jetzt jemand reinkommen.
Wayne interessiert's. Wir bereiten uns hier trotzdem auf eine entspannte Runde vor. Wir müssen immer gucken, wie groß ich das Haus hier mache, weil so groß brauche ich das eigentlich gar nicht. Ja. Es war ja auf jeden Fall so geplant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier müsste es genauso lang sein. 1, 2. Arsch, geh weg. So. Zählen wir gerade mal nach, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 5, was? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut, habe ich mich nicht verzählt. Da muss es noch eins weiter breiter gemacht werden. Alles klar, wir sind mitten im Berg drinne. Es würde also wenig Sinn ergeben, wenn wir weitergraben würden. Also so ein, ich denke mal, so eine Art Tunnelausgang oder sowas oder so Balkon kriegen wir auf der rechten Seite nicht hin. Aber wir können ja so einen geheimen Ausgang machen, das ist ja auch noch möglich, so ein, einfach so ein Tunnelgang. Ja, den machen wir auch. Das ist eine gute Idee. Dann kann man nämlich immer hier rauskommen und sowas. Man braucht ja für Herobrine auch ein paar Fluchtwege, ne? Zumindest will ich die mir so machen. Ob man die jetzt wirklich braucht, weiß man nicht. Weil ich will sie habe. Weg mit dem Scheißstein hier, Mensch, du. Aber ich bin jetzt echt so eine verzauberte Waffe, um einfach so bäm, 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 alles kaputt machen, 2 Sekunden. Das wäre doch mal richtig geil, Freunde. Aber sowas haben wir nicht. Leider, leider, leider. Vor allem sei zu beachten, wenn man jetzt hier diese Wand hinter uns macht, die hier. Das würde richtig geil von außen aussehen, da bin ich mir so sicher. Deswegen, das zeige ich euch gleich mal. Jetzt ist ja helllichter Tag, jetzt kann man es ja in Ruhe machen. Ich bin da richtig begeistert von. Hier müssen wir dann eh noch mal ein bisschen höher gehen, weil ihr seht ja, wie knapp das ist. So 3 oder 4 Blöcke muss dann diese Wand auf jeden Fall hoch sein. Das wird richtig geil aussehen. Weil ich so richtig merke, es ist so eine Berghütte. Und Berghütten sind halt nun mal Porno. Porno-like. Tja, aber trotzdem möchte ich mich nochmal entschuldigen für diese heutige Banane hier. Ich werde jetzt zu Hause nochmal versuchen, also später. Bin ja zu Hause, logischerweise. Werde ich versuchen, diese ganze scheiß Mod und alles nochmal zu installieren. Also komplettes Minecraft. Minecraft, weil ihr habt ja gesehen, es ist wieder mal schief gegangen. Und aber Leute, ehrlich, dass ich für die ein Tutorial mache, wie man Mods installiert. Ja, klar. Wisst ihr, Freunde, wenn ich das erstmal selbst hinkriegen würde, dann würde ich es sehr gerne machen. Aber ich kann es leider nicht so gut. Auch wenn jeder sagt, oh, das ist jetzt doch vielleicht. Ja, vielleicht für euch. Aber für mich nicht. Ich bräuchte echt jemanden, der mir diese Mods macht. Das wäre cool. Aber auch das wäre wieder nur reinster Luxus. Ach, hier haben sie mir den Boden weggesprengt. Scheiße. Egal. So. Machen wir den Kram mal weg. So hoch wollte ich ihn jetzt eigentlich auch nicht wegmachen, aber hier ist es schon okay so. So, das gehört natürlich auch weg. Wird ja wohl ein bisschen blöd aussehen, wenn hier drin eine Erde reinwächst, oder? Jawohl. Alles klar. Jetzt, Stein, 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 Stein. Oh nein. Gehen wir mal hier hoch. Ja, von hier ist der Creeper reingekommen. Dieses Arschvieh, Alter. Richtiges Scheißvieh. So. Hier muss jetzt auch nochmal hier dieser Stein hinkommen. Okay, ob der jetzt so hoch muss, das weiß ich gar nicht. Den habe ich jetzt aus Versehen nur so gebaut. Aber ich will euch mal zeigen, wie das von außen aussehen wird. Haben wir Erde einstecken? Natürlich haben wir Erde einstecken, denn das muss zugebaut werden. So. Ah, es hat noch nicht ganz den Effekt, wie ich ihn haben möchte. Aber es hat auf jeden Fall schon mal ein bisschen was von gutem Aussehen. Warum ist hier dieser Stein so? Ah, ich verstehe. Dann müssen wir den so machen, damit es optisch gleich aussieht. Hier den Berg müssen wir auch noch ein bisschen abtragen, ist ja klar, ne? Huch.
Ah, das habt ihr euch wahrscheinlich auch schon gedacht. Das wird ja wohl ein bisschen lächerlich aussehen, wenn man dann hier auf einmal gar nicht vorankommt oder reinkommt, so. Wenn es so genau am Berg ist, diese Tür, das sieht ja auch irgendwie ein bisschen scheiße aus. So. Gut. Machen wir die Steine hier mal gerade weg. So. Je nachdem, wie es aussieht, kann man auch eine Doppeltür reinsetzen, aber ich glaube, das ist nicht möglich jetzt. Doch, wäre möglich. Stimmt, ich wollte sie nur so reinmachen, ne? Ja. Ich erinnere mich. Eigentlich war so oder so eine Doppeltür geplant, aber, wie man das ja so schön kennt, ne? Sicherheitshalber, damit Herobrine nicht reinkommt, nicht reinspaziert kommt, habe ich so machen müssen. So. Gehen wir mal kurz runter Holz holen, ne? Holz. Voila. Genau, ein einziges Holz, das ist da wieder sehr pervers. Oh, ich habe eine Diamantspitzhacke, Alter. Wo kommen denn die her? Ja, mir Holz. Stäbe machen wir gerade mal weg dafür. So. Mache ich es jetzt so. Die Tür setze ich direkt da dran. Zack. Jetzt mache ich hier oben bei der Werkbank mal kurz noch das andere hin. Also hier. Ach, scheiße, das ist das dunkle Holz. Nee, das wollen wir nicht. Das will ich nicht. Nee, nimm's weg. Das kommt jetzt wieder weg. Zurück. Genau, das helle wollte ich. Obwohl, eigentlich kann ich mal hier unten schnell die Tür machen. So. Zack. Und natürlich muss noch hier. So. Das Holz jetzt auf den Boden getan werden und jetzt kommt die Tür dahin. So. Passt. Sieht auf jeden Fall schon mal viel besser aus. Jetzt machen wir hier noch den Kram hier weg. Muss alles noch ein bisschen verbreitert werden, wisst ihr ja, ne? Ich überlege es so breit zu machen, wie wir hier im Allgemeinen diesen Dingsbums hier haben. Mal hier ist jetzt so breit ist jetzt hier diese Scheiße hier, ja. Aber ich meine den Innenraum logischerweise. So, Freunde, so muss es dann aussehen. Oder so würde es aussehen. Dann kommt hier das Fenster hin. So. Also ich überlege das echt so breit zu machen wie die ganze Wand hier, wie hier vorne sozusagen. Und ich glaube, das machen wir auch einfach, denn ja, momentan hat es doch ziemlich guten Style, oder? Ach, guck mal einen an hier. Das ist ja natürlich auch geil jetzt, ne? Da kommt man ja direkt in eine Höhle, kann man hier so einen geheimen Ausgang nach oben machen oder so ein Scheiß. Ja, also wir tun richtig so, als ob wir eine Bergfestung bauen müssten, um gegen Herobrine zu bestehen. Das ist doch eine geile Idee, oder Freunde? Mir macht das auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Ja, vor allem mit der kaputten Spitzhacke macht es am allermeisten Spaß. Jetzt mache ich auch die Schaufel kaputt. Und dann habe ich ja ziemlich gut was geleistet hier. So. Habe ich noch eine Schaufel einstecken? Klaro. Noch eine Dings? Nee, eine Spitzhacke nicht. Alles klar. So. Kann man auch hier ein bisschen den Berg abtragen. Dann sieht das auch nicht mehr so unlogisch aus. Wenn hier irgendwie so Erde drüber hängt. Jawohl. Freunde, das wird gleich richtig gut aussehen. Wenn nicht gleich, dann später auf jeden Fall. Aber es wird gut aussehen. Das hätte ich gerne als meine Singleplayer-Let's Play-Karte, wisst ihr das? Das ist richtig geil hier, dieser Ort. So. Oh, zeige ich euch schon mal ein bisschen mit Abstand hier. Ach ja, das passt. Muss man dann nur noch was hier bei der Decke einfallen lassen, ne? Oh, Missing Texture. Nenn mal, das habe ich hingekriegt. Ich bin doch zu blöd zum Scheißen, Alter. Naja. Hätte mal wieder keiner erwartet, dass ich das nicht hinkriege, ne? So. Wie wir das ja hier später alles noch machen, das überlegen wir uns noch. Das ist ja jetzt nicht so relevant. Ich versuche jetzt auf jeden Fall erstmal hier diese scheiß fehlende Texturen hinzukriegen. Obwohl die im Texture Pack drin sind. Keine Ahnung, was da los ist. Und ich versuche auf jeden Fall die ganzen Mods jetzt mal richtig zum Laufen zu bringen. Also, Freunde, bis zum nächsten Mal. Tschüss.